schon kalt hier, oder? So ein richtiges Sauwetter. Herbst kommt wieder an, Winterdepression, ich sehe es schon wieder vor mir. Überall die Zeitschriften voll. Naja, gut. Kein Wunder, dass Costa Rica, rechts, dass Costa Rica das glücklichste Land ist. Da scheint ja immer die Sonne, ne? Ist ja klar. Also das höre ich dann immer von den Leuten. Wir haben ja immer gute Gründe, warum andere glücklich sind, ne? Und wir das halt nicht sein können, ne? Aber dann kommen wir dann an Glücksland Nummer 3, Island. Ja, also da habe ich mir einen Wollpulli gekauft, Schafwoll, bis hier, ne, bis über den Hintern, was war buchstäblich arschkalt, mitten im August. Die sitzen wirklich monatelang im Dunkeln und es ist wirklich schweinekalt. Naja gut, aber auch da haben die Menschen Gründe. 300.000 Leute, alle bis zum 7. Grad miteinander verwandt. Eine Insel, kann niemand runter. Sex in der Verwandtschaft, es kommt nicht von mir. Aber wir haben ja viele Gründe. Und tatsächlich gibt es ja in Island eine App, da kannst du eingeben, die Steuernummer deines Gegenübers und dann siehst du gleich, zum wievielten Grad du miteinander verwandt bist. Damit das später nicht irgendwelche Komplikationen gibt. Ne? Das wollen wir ja nicht, Aber gut, die Schweiz ist schon wieder total einfach. Warum sind die Schweizer glücklich? Geld, ja. Geld, so einfach, ja. Finnland, Alkohol. Mexiko, Drogen. Ne? Also es ist ja ganz logisch, also logische Schlussfolgerung können wir uns alle bedenken. Es ist hier einfach zu kalt, ja, oder zu warm. Wir sind hier einfach zu reich oder zu arm. Also auf jeden Fall, wir sollten mehr Sex haben, mehr Alkohol trinken und mehr Drogen konsumieren. So, einfach ist das. Aber ich fand das ein bisschen dürftig als Erklärung dafür, warum immer dieselben Pappenheimer hier, warum immer dieselben Länder als glücklichste abschneiden. Wer hat die glücklichsten Kinder? Die Dänen oder Skandinavier. Wo sind die glücklichsten Mitarbeiter? In Skandinavien. Immer irgendwie Kanada mit dabei, immer Mexiko mit dabei. Egal, ob man nach Glück fragt oder Lebenszufriedenheit. Wir wollen uns ja jetzt nicht in Definitionen verheddern. Es ist wurscht, es sind immer dieselben Länder. Immer Schweiz mit dabei. Ja, ja, und immer ein Land, was halt nicht vorne mitmischt. Ne? Wir eben. Ja, wie kriegen wir das nur immer wieder hin? Wollen wir nicht oder können wir nicht? Oder können wir schon, trauen uns aber nicht? Gibt es einen kulturellen Anteil an Glück? Ja, habe ich mir gedacht. Wenn du was wissen willst, fährst du hin, fragst du nach. Gesagt, getan, Geld geliehen, Kamera gekauft, golden, so einen orangenen Koffer geholt. Also man muss ja sein Landesfarben ein bisschen treu bleiben. Oranje Koffer. Und ab ging es in die 13 glücklichsten Länder der Welt. Und da habe ich nachgefragt. So, Entschuldigung, ich habe gehört, ich darf hier nicht über den Teppich, ich mache es trotzdem. Warum denken Sie denn, dass Ihr Land so glücklich ist? Und da haben Sie einen Tipp für die Deutschen? Und wie tickt denn Ihr Land so? Was finden Sie denn wichtig im Leben? Was ist denn Ihr größter Wunsch? Und würden Sie sich als einen glücklichen Menschen umschreiben? Ganz witzig, wichtig, würden Sie sich als einen glücklichen Menschen umschreiben? Also es geht nicht um dieses Hochgefühl, ich kann alle umarmen, ich bin ständig verliebt, dieses Wahnsinnsglück, was in der Tat flüchtig ist und stellen Sie sich vor, ständig verliebt. Ich meine, wie anstrengend ist das denn? Also so auf einer Skala von 0 bis 10, von total unglücklich bis super glücklich, da sind das so die 8er und die 9er, sagt auch die Glücksforschung. Das sind die Menschen, die haben ein glückliches Leben und sind trotzdem noch bei Verstand. Es geht mir also um dieses glückliche, es geht mir um dieses glückliche Grundsorgen. Und das Gute daran ist, glückliche Menschen können auch mal mies drauf sein. Also kein Glücksstress, bitte. Was habe ich erwartet? Eine Menge Glückstipps aus jedem Land. Aber es kam irgendwie anders. Je länger ich unterwegs war, desto mehr verschiedene Sachen hörte ich. Aber irgendwann glichen sie einander. Also egal, also was, wenn du jetzt Australien nimmst mit den Panamenios und die Panamenios mit den Isländern, die Isländer mit den Norwegern mit den Kanadiern, die Kanadier mit den Luxemburgern, die Schweizer und so weiter. Wie unterschiedlich die Mentalität auch ist. Wenn es ums Glück geht, sagen sie alle dasselbe. Glück ist wie du dein Leben täglich lebst. Es sind die Werte, die Menschen leben, die Lebensprioritäten, die wichtig sind. Ich habe Ihnen heute 2 mitgemacht. Das erste ist, nimm dir deine Freiheit. Und den zweiten verrate ich jetzt nicht. Ja, nimm dir deine Freiheit. Glücksmotor, ein ganz, ganz starker Glücksmotor ist die persönliche Freiheit. Und das sagt auch Christian Bjørnskov. Er ist Professor an der Universität von Aarhus in Dänemark, Ökonom. Ich finde, es gibt schlimmere Interviewpartner. Die Holländer würden sagen, lecker Ding. Ne? Ja, aber er hatte auch was Sinnvolles zu sagen. Ne? Der Grund, warum Dänemark immer
auf den ersten Plätzen landet, sagt er, immer, ist, dass wir ein ganz hohes Vertrauensniveau in der Gesellschaft haben und dass wir ein ganz hohes Maß an persönlicher Freiheit haben. Und das macht ja auch Sinn, sagt er, wenn du was ändern möchtest und du das Bewusstsein hast, dass du das auch kannst, dann macht dich das letztendlich glücklich. Na gut, also ich finde jetzt aber, wir sind jetzt nicht unbedingt unfrei in Deutschland, also frei sind wir auch. Also wir können wählen, welche Ausbildung wir machen, welchen Beruf wir ergreifen, wie wir unser Leben einrichten, wo wir wohnen. Aber irgendwie kennen wir dann standardmäßig, also die meisten zumindest, sie natürlich nicht, immer nur eine Richtung und die ist geradeaus. Und die heißt mehr Haus, mehr Garten, mehr Auto, mehr Job, mehr Gehalt, vielleicht auch irgendwo mehr Glück, meistens aber irgendwie nicht. Da machen es die anderen Länder gerade andersrum. Thomas zum Beispiel. Never get bored. Entschuldigung, ich hätte Sie vielleicht vorwarnen sollen. Ich treffe ihn auf der Fähre mitten zwischen Schweden und Dänemark und er ist Mitarbeiter auf dem Schiff und er nimmt mich hoch mit aufs Dach und es ist da einfach unglaublich laut. Aber er sagt, sorge dafür, dass dir nie langweilig wird. Ändere dein Leben, ändere deine Arbeit, ändere alles. Lauf rückwärts. Ja? Gebrauch deine Fantasie. Rückwärts laufen ist ein bisschen tricky, weil wir haben ja keine Augen hinten. Ne? Da fallen wir auch schon mal auf den Hintern. So wie Danica, eine Sängerin mitten aus Montreal. Und die sagt, ja, ich falle hin, ich stehe auf, ich falle hin, ich stehe auf. Ja, das macht mich natürlich nicht glücklich in dem Moment. Aber ich kann meine eigene Entscheidung treffen. Das macht mich glücklich. Dass ich mein Leben zumindest wirklich lebe. Glück hat viel mit Freiheit zu tun. Und Freiheit und Glück haben beide sehr viel zu tun mit Mut und Draufgängertum. Ja, und mit der Bereitschaft auch mal zu scheitern. So wie ich. Und es waren eine Menge Leute davon überzeugt, dass ich scheitern würde mit meinem Projekt. Hey, da fährt die Fandom-Boom einfach los, ja. Ich meine, kein genau definiertes Ziel. Ja. Mal gucken, was die Leute sagen, ja. Kauft sich eine Kamera, kann noch nicht mal mit ihrem Smartphone filmen. Ja, super Idee, ja. Und dann, ich meine, alleinerziehende Mutter, was macht sie denn mit dem Kind? Das ist echt völlig unverantwortlich. Mann. Und dann kommt sie zurück, kündigt ihren Job, ja, um ein Buch zu schreiben. Und was auch jetzt kommt's? Sagt dann auch noch, na klar schreibe ich einen Bestseller, weil ich bin ja nicht durch die ganze Welt gereist, wenn es dann keiner liest. Ey, wie vermessen kann man sein? Ja? Also ich bin losgezogen und ich habe die Leute gefragt und ich habe einen Bestseller geschrieben. Alles richtig gemacht. 50-50 war die Chance, dass die anderen Menschen recht hatten. Ich hätte auch kläglich scheitern können. Aus Glücksperspektive hätte ich dann aber immer noch alles richtig gemacht. Weil wenn du dich nicht bewegst, bewegst du nämlich auch nichts. Ja? Wir sind nicht mit unserem gesamten Potenzial hier auf diese schöne Erde geschmissen worden, ja? Um dann einfach sitzen zu bleiben, eine Tüte Chips und ein Bier und ja, auf der Couch vom Fernseher oder irgendeinen Stuhl, ja, und dann Dienst nach Vorschrift zu machen und zu denken, naja, irgendwas wird schon irgendwann kommen. Nein, wir sind auf dieser Welt, um was aus unseren Talenten zu machen, unseren Träumen, unseren Visionen, dem, was wir am besten können und dem, was wir wollen. So sagen es zumindest die Glücksländer. Matthew zum Beispiel. Matthew sagt, weißt du, you've got only one chance to be here. Du hast nur eine Chance. Wir haben nur einen Schuss. Wir haben nur eine Lebensgeschichte, die wir schreiben können. Und dieses Bewusstsein ist ganz stark in diesen Ländern. Und vielleicht liegt es auch an einer anderen Definition von Erfolg. Erfolg ist, wenn du das Beste machst aus deinen Talenten, wenn du deinen Geist befreist und deine Träume und deine Visionen lebst. Egal, ob dein Geldbeutel oder dein Bankkonto davon profitiert. Und das ist eine ganz andere Art der Freiheit letztendlich. Und erfolglos sind die Leute übrigens auch nicht. Danica, die Sängerin gerade eben mit den roten Haaren, sie ist eine berühmte Sängerin in Kanada, die ich zufällig traf. Und Matthew ist Sternekoch. Und hat in den letzten 7 Jahren 21 Awards bekommen. Ja. Und das Beste aus deinem Leben zu machen, ist deine Verantwortung. Aber auch wirklich deine eigene Verantwortung. Sagt zum Beispiel Christian, er hat nämlich gerade sein eigenes Café geöffnet in Göteborg und ich treffe ihn da. Und er sagt mir, weißt du, in Schweden sagen sie dir, du kannst sein, was immer du sein möchtest. Und das ist ein ganz großer Druck für die Menschen. Weil du hast ja keine Entschuldigung mehr. Na, aber wir haben eine Menge gute Entschuldigungen, gell? Also, ich meine, erst mal Ausbildung fertig machen, dann wollen wir einen Beruf erreichen. Und die Kinder sind ja auch klein und wir haben ja auch gerade das Haus gekauft. Ich meine, das ist auch alles sehr vernünftig, oder?
also die vernünftigen Gründe sind immer die brillantesten Entschuldigungen. Ja, ich hätte auch eine Menge brillanter Entschuldigungen gehabt, nicht zu reisen. Gut sind auch andere Menschen, die Frau ist schuld, der Chef ist schuld, die Kinder sind schuld. Auch sehr gut. Was sind denn Ihre Talente und was würden Sie denn am liebsten tun? Und was ist denn das, wofür Sie brennen, was Sie eigentlich machen würden wollen? Ohne Konjunktive. Ja, ich sage es Ihnen nicht, jetzt müssen Sie schon selber nachdenken. Ne? Ja, Sicherheit ist so ein Faktor. Ne? Freiheit kostet auch was. Glück gibt es nämlich auch nicht für Nuppes. So schön, dass manchmal nahegestellt wird, Glück kostet was. Freiheit kostet nämlich auch was. Sicherheit zum Beispiel. Oder vielleicht müssen Sie auch was anderes aufgeben. Den schönen Firmenwagen, den tollen Traum, den Sie hatten von Ihrem Leben. Vielleicht müssen Sie sich eingestehen, Sie sind die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen und hätten viel früher was machen können. Nee, also das wollen wir dann doch lieber nicht. Ne? Das Glück, was kostet, so viel wollen wir dann nicht investieren. Also glücklich, ja, aber dann nehmen wir doch lieber die Illustrierte hier. Und gucken schon mal nach. Ah ja, warte mal. Sport. Macht glücklich. Mentaltraining und ganz wichtig, die Glückstasse Kaffee am frühen Morgen, 5 Minuten für mich alleine. So, und da drehen wir mal schön an den kleinen Schräubchen rum vom Glück, weil das muss ja reichen, mehr wollen wir jetzt auch nicht investieren, so von Zeit und Geld und so. Und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und denken uns, irgendwie klappt's nicht, ne? Nee, natürlich nicht, sagen die Glücksländer. Weil die großen Prioritäten, das große Rad in deinem Leben dreht sich einfach fröhlich in die falsche Richtung weiter. Ja, da können Sie ja drehen, was Sie wollen. Da passiert da letztendlich nichts. Ne? Geh an die großen Prioritäten ran. Wenn der Job dich nicht erfüllt, vielleicht musst du dir einen anderen suchen. Vielleicht musst du auch die Weltreise machen. Vielleicht solltest du auch einfach mal mit deinem Chef sprechen. Ja? Dieses Rad ist wichtig, nicht das kleine. Ja? Pfoten weg von den kleinen Schrauben, sagen die Glücksländer. Ran ans große Rad. Nimm dir deine Freiheit. Ist wunderbar, oder? Also, das ist Freibrief, sein Ego zu polieren und ab jetzt nur noch das zu machen, was ich so möchte. Wen kümmert's? Andere kümmern mich schon gar nicht, nicht wahr? Ja, wäre da nicht so ein kleiner Haken, den mir Bengt Brülde, Philosoph aus Göteborg, erklärt. Schweden ist das individualistischste Land der Welt, aber da rede ich von einem gesunden Individualismus. In einem Land mit einem hohen Vertrauens- und Solidaritätsniveau kann jeder so sein, wie er gerne sein möchte. Und ich glaube, aus Glücksperspektive ist das eine ganz gute Wahl. So Bengt zumindest. Andere Menschen, wie blöd. Verbundenheit, Solidarität, Vertrauen, Sie. So, Verbundenheit mit anderen Menschen ist eindeutig Glücksfaktor Nummer 1 in allen glücklichsten Ländern, die ich besucht habe. Sich verbunden fühlen, nicht nur mit der Familie, sich verbunden fühlen mit den Kollegen, sich verbunden fühlen mit den Menschen in der Straße und mit den Menschen in ihrem Land. Und das ist auch diese Frau, die diese 6,95 Euro auf den Cent genau vor Ihnen an der Kasse raussuchen muss, obwohl Sie Eile haben. Ja. Das ist auch nicht dieser depperte Fahrradfahrer, der mitten auf der Straße fährt. Ja. Und der Bettler, der vielleicht auch mal arbeiten könnte für sein Geld. Das jo, sind alles Ihre Nächsten. Und damit alle eine Gemeinschaft formen können, nimmt man sich selber ein wenig zurück. So erklärt mir das Marco Zanker. Marco Zanker treffe ich mitten in Zürich und er sagt, weißt du, in der Schweiz ist, glaube ich, eine sehr respektvolle Gesellschaft. Wir sind sehr offen. Manche erfahren uns als distanziert und kalt, aber das ist nur die höfliche Distanz, die wir zu anderen einnehmen, damit jeder so sein kann, wie er sein möchte und damit es jedem gut geht. Damit jeder so sein kann, wie er sein möchte. Das ist auch das ungeschriebene Gesetz in Skandinavien. Und das nennt man das Jante-Gesetz. Und das heißt, du sollst nicht denken, dass du was Besonderes bist oder besser bist als wir. Man möchte eine Gemeinschaft formen. Ganz, ganz wichtig. Und dafür strengt man sich an. Harmonie ist wichtig. Man findet es blöd, sich irgendwie zu kloppen oder Konflikte zu haben. Man geht respektvoll, höflich, umsichtig, rücksichtsvoll miteinander um. Wenn Ihnen in Schweden jemand in die Hacken fährt, ja, dann drehen Sie sich um und sagen, Entschuldigung, dass ich hier gestanden habe. Ja? Und wenn in Kanada die Kasse öffnet,
dann fragen Sie natürlich Ihren Vordermann, ob der nicht erst an die neue Kasse möchte. Ich glaube, ich brauche niemandem zu erzählen, wie entspannt so eine Gesellschaft und so ein Umgang miteinander ist. Wir haben schon eine recht konfliktreiche Kultur hier in Deutschland. Ne? Ja, es ist so ein bisschen AD-Streitkultur, würde ich sagen. In diesen Ländern, Alpha-Tiere haben schlechte Karten, da wo wir anfangen, uns da oben mal so zu treffen und dann runter zu kloppen auf irgendeinen Kompromiss oder eine Lösung. Naja, oder es wird halt einfach beschlossen. Ne? Und die unteren Chargen, die müssen das mal ausführen. Zähne knirschend oft, vielleicht weil sie schon lange Dienst nach Vorschrift machen oder innerlich gekündigt haben. Da machen es die Glücksländer gerade andersrum. Wo ist denn der kleinste gemeinsame Nenner? Und wenn es keinen gibt, dann ist der kleinste gemeinsame Nenner, dass man ihn finden möchte. Das ist den Glücksländern ein Grundbedürfnis. Das Finden, was uns verbindet. Ja, sagt Hilmar Bünz und er ist Korrespondent für Schweden, langjähriger ARD-Korrespondent. Er sagte, richtig schwedisch wäre es dann, das auszudiskutieren und auszudiskutieren. Noch ein Treffen. Ja, alles muss gehört werden, alle Einwände eventuell protokolliert werden. Und das dauert, ich sag's Ihnen. Tja, da kann der Bruno nur grinsen, Bruno Frei, Professor an der Universität in Zürich. In der Schweiz reden wir lange, es ist auch alles nicht so elegant. Ja. Aber wenn dann mal eine Entscheidung getroffen wird, dann steht auch jeder dahinter. Ja, und dann geht natürlich die Post ab, weil sich jeder gehört und jeder gesehen hat, fühlt. Da, wo bei uns es in der Entscheidung vielleicht ein bisschen schneller geht und unglaublich langsam in den Glücksländern, da holen motivierte und engagierte Mitarbeiter in guter Zusammenarbeit das Tempo wieder rein. Ja, was ist letztendlich besser oder schlechter? Wahrscheinlich sind sie beide gleich schnell. Nur, es ist eine Sache der Ethik, inwieweit wir lieber am Ende unglückliche Mitarbeiter haben, die vielleicht innerlich gekündigt haben, oder glückliche Mitarbeiter, die maximal motiviert sind. Und ich rede nicht vom Profit, ich rede von Ethik. Zumindest in den Glücksländern. Ja, wir trennen uns schon gerne hier in Deutschland. Also wir mögen Abtrennungen gerne. Es ist eigentlich nur so ein kleiner Akzent. Sehe ich Probleme, sehe ich Lösungen? Sehe ich das, was uns trennt, oder sehe ich das, was uns verbindet? Wir haben nicht so viele Trennungen hier, sagt Vanjo. Er ist ein Tänzer, der in Berlin wohnt, den ich in Helsinki, Finnland treffe. Es ist nicht so ein großer Unterschied zwischen Status oder Menschen mit verschiedenen Berufen oder Menschen verschiedenen Alters. Wir haben nicht so viele Abgrenzungen. Ja, wir haben ziemlich viele. Ich sieze sie die ganze Zeit. In allen Glücksländern würde ich sie schon längst duzen, zum Beispiel. In Holland sowieso. Aber ich halte heute mal meine kleine andere Hälfte zurück. Das ist Herbert Bob. Und der erzählt mir Folgendes. Status ist nämlich auch völlig unerheblich. In Kanada ist es völlig unerheblich, ob du mit einem verrosteten Mountainbike kommst oder mit einem schnittigen Sportwagen, sagt er. Man definiert sich hier über andere Dinge. Ja, was man aus seinem Leben macht, was man für andere tut, das ist wichtig. Titel, völlig unwichtig, sagt mir Mandy aus Dänemark, eine Wahldeutsche. Also jemanden hier mit Professor oder Doktor anzusprechen, das macht man einfach nicht. Das ist peinlich, sagt sie. Das geht nicht. Da stehen sie dann, ganz nackidoll. Keine Entourage, kein Sockel, auf den sie stellen können, keine Titel, hinter denen sie sich verstecken können. Wir sind Menschen unter Menschen. Wen wundert's da, dass es humanistische Werte sind, die Menschen glücklich machen? Los latinoamericanos obtienen gran parte de su felicidad de tener tiempo y calidez en las relaciones. Man soll nicht darauf warten, dass andere Leute was für sie tun. Wir sagen in Luxemburg, man soll Eier haben und die soll man auch einsetzen. There's a value in trusting people and also thinking the best to people. No llevar ese egoísmo contra los demás, sino pues disfrutar de la vida con los demás también. Well, I think there is some basic fundamentals to happiness all over the world, and I think it is related to other people.
So I think here in Iceland, also if we relate to that, people believe that they can do whatever they want. What makes me happy is being happy. And being happy is hard work. I'm happy because life is great and there's so many opportunities. You just got to go and grab them. Ein glückliches Leben hat mit mir und dir, Individuum, Gesellschaft, Mitarbeiter, Unternehmen zu tun. Drehen Sie an den richtigen großen Rädern. Leben Sie Verbundenheit, leben Sie Freiheit. Und das Gute daran ist, dann kommt das Glück auch von ganz allein. Viel Spaß dabei.